Genau, das ist mein Fazit, ist ähnlich wie ihr. Ich denke, wir haben von vorne schon gewusst, dass das ein sehr schweres Spiel wird, weil Berg hat in den letzten 5 Spielen 2-mal gewonnen und 3-mal unentschieden. Das bedeutet kein Spiel verloren. Ich denke, auch erste Halbzeit haben wir gut gespielt, haben wir 4 von gute Chancen rausgespielt, aber waren wir nicht zielstrebig genug. Und da war natürlich die Pech auch dabei, dass kurz vor der Halbzeitpause, dass wir Gegentor bekommen. Und das war super, super Tor von Dominik Bentele. Ich richtig gut kenne, dass er ein sehr, sehr guter Spieler ist. Und natürlich, wenn man so viel Platz und Raum hat, dann ist 25 Meter vor dem Tor ist schon brandgefährlich. Was was ich froh bin, dass das zweite Halbzeit haben wir Moral bewiesen, sind wir nicht unruhig geworden, weil haben wir gesagt in der Halbzeitpause, Jungs, wir spielen gut, wir haben noch 45 Minuten Zeit, Spiel zu drehen. Und das hat die Mannschaft umgesetzt. Ja. 1-1 gemacht und dann relativ, dann war auch, wenn ganz, ganz dumm läuft, kann Berg 1-2 machen, aber das gehört auch dazu, wenn man bis zum Ende die 3 Punkte will. Dann waren wir belohnt in der letzten 7-8 Minuten noch mit den 2 Toren. Ja. Standard und dann mit Konter.